was a school of magic rhymes. It prophesied the mystic nights, the true young heroes brave and bright. Then the dark forces came, brought the people endless pain. Now the children have no fear, 'cause they know the mystic knights are here. Mystic knights have come to save our lives. Mystic knights have come to save our time. Mystic knights are here now. Mystic knights. Öffnet das Tor! Hast du gesehen, wie die geschielt haben? Die Temra-Soldaten sind schon gerannt, bevor ich meinen Streitkolben auch nur hochgehoben habe. Es gibt, glaube ich, nichts, was mich stolzer macht als ein Sieg unserer Soldaten über Temra. Seht mal, unsere kleine Superfee übt sich auch schon im Kämpfen. Was machst du denn da, Aideen? Etwa Fliegen verjagen? Pass auf, dass dein Zweig auch scharf ist. Lacht über mich. Wenn ich eure Größe hätte, wäre ich ein genauso guter Kämpfer wie ihr. Ja, weißt du denn auch, welche Waffe du wählen würdest? Sicher ein Holzschwert. Aideen wäre eine gute Kämpferin, da bin ich sicher. Verlasst euch drauf, wäre ich so groß wie ihr, wäre ich stärker, als ihr es euch vorstellen könnt. Ihr bräuchtet eine ganze Armee gegen mich. Wisst ihr, ich brauche was zu happern und eine heiße Badewanne. Wie sieht's aus? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen uns vorbereiten. Unsere Späher haben beobachtet, dass Temra Soldaten zusammenzieht. Den werde ich zeigen. Möchte wissen, wo Maeve diese vielen Soldaten herbekommt. Die hat eine Klonfabrik. Wie du sehen kannst, schafft mein magisches Prisma so viele Abbilder von mir, wie ich es wünsche. Das funktioniert bei mir, aber auch bei einer ganzen Armee. Meine Königin, eure Magie ist umwerfend. Das ist wahrhaftig eine mächtige Waffe, meine Königin. Ja, das ist es. Kannst du dir den Effekt vorstellen, den sowas auf dem Schlachtfeld hat? Ein Bataillon und man denkt, es sind 12 oder 100. Die Soldaten von Kelts würden nicht wissen, wen sie angreifen sollen. Und in ihrer Verwirrung könnten unsere Soldaten sie ganz einfach umzingeln und zur Aufgabe zwingen. Na, zurück aus dem Land der Menschen? Sag mal, Rotkappe, wie kann ich eine von denen werden? Wie kann ich ein Mensch werden? Ich wüsste nicht, warum du das wolltest. Aber wenn es so wäre, dann bräuchtest du jemanden mit ganz außergewöhnlicher Zauberkraft. Ich wüsste aber niemanden, der die hat. Ich schon, kleine Fee. Oh, fang ja nicht wieder an zu lügen, Bogie. Nein, ich sage die Wahrheit. Bei Königin Maeve wird mit einer Handbewegung jeder Wunsch wahr. Königin Maeve? Nein, danke, der würde ich nicht mehr trauen, wenn sie meine einzige Hoffnung wäre. Sie ist deine einzige Hoffnung. Sie hat die Zauberkraft, so etwas Verrücktes zu machen. Komm mit mir, ich zeig dir den Weg, ich bring dich hin. Na komm. Hey, wartet doch. Dumme Elfe. Das ist schon alles, was ich will, Königin Maeve. Macht mich bitte zu einem Menschen. Ich gewähre dir diese Bitte, kleine Aideen. Doch zuerst will ich dafür etwas von dir. Um den Handel zu besiegeln. Ja, was könnte ich euch denn geben? Nicht viel, fürchte ich. Wie wär's mit einer Locke von Prinzessin Deirdre? Eine Locke von Deirdre? Wie kommt ihr denn gerade darauf? Ich habe meine Gründe. Aber die gehen dich nichts an, kleine Fee. Vielleicht willst du ja auch gar kein Mensch werden. Königin Maeve, wartet! Ihr irrt euch! Ein Mensch zu werden ist mein allergrößter Wunsch. Wieso zögerst du denn noch? Wo du doch deinem Ziel so nahe bist. Nur diese Kleinigkeit, eine Locke von Prinzessin Deirdre. Was kannst du damit falsch machen? Naja, nichts, denke ich. Und? Worauf wartest du dann noch? Ich muss darüber nachdenken. Ihr alle habt die Gerüchte gehört, dass Temra wieder viele Soldaten zusammengezogen hat. Sie sind leider nicht erfunden. Die Gerüchte sind wahr. Deshalb brauchen wir euch jetzt. Jeder Bürger, der dazu in der Lage ist, egal ob Mann oder Frau, soll ausgebildet werden, sich gegen einen Feind zu verteidigen. So was Unsinniges. Ein Mann auf dem Schlachtfeld ist 2 Frauen wert. Auch nach der Ausbildung. Tatsächlich, ach so. Dann müsstest du ja eigentlich mich auch schlagen können, wenn dir eine Hand auf den Rücken gebunden wäre. Ständig in Lebensgefahr schweben zusammen. Sag lieber nichts. Übt nicht nur für euch alleine. Übt mit euren Nachbarn und Freunden. Denn niemand weiß, wann der Tag kommt, an dem ihr eure Waffen braucht, um euer Leben zu verteidigen. Wenn ihr noch das Fragen tut weh, Angus. Was denn? Und Tat zur Seite stehen. Ich. Immer ich. Es war immer ich.
Diese Fee, voller Magie und klein, wünscht sich nunmehr sterblich, ohne Zauberkräfte, doch groß zu sein. Gewähre ihr diesen Wunsch. Einst Fee und jetzt ein Mädchen. Geschehen. Ich bin jetzt ein Mensch, oder nicht? Bestimmt gefallen ja dem jungen Rowan deine wundervollen Locken. Also, ich habe das nicht nur seinetwegen gemacht, Königin Maeve. Das ist mir völlig egal. Es ist einfach unglaublich. Wie kann ich euch nur danken? Das hast du bereits getan, Kind. Es ist wunderbar, die mystischen Ritter werden staunen. Ganz sicher, das werden sie. Sie hat keine Ahnung, was sie aufgegeben und uns geschenkt hat. Wir haben jetzt, was wir brauchen. Das Ende der mystischen Ritter naht. Weiter so, Riley. Komm, ja, so ein bisschen Tempo. Weiter. Ja, auch. Bei Lulu kommt der Himmel herunter. Oh, es tut mir so leid. Ich bin gestolpert. Du bist keine Fee, du musst vorsichtig sein. Komm doch durch das Tor rein, wie alle anderen auch. Naja, ich... Kennen wir uns? Du kommst mir bekannt vor. Wir haben uns noch nie gegenüber gestanden. Ich bin Rowan, ein mystischer Ritter. Du hast da einen Käfer im Haar, mystischer Ritter. Hey, ich finde, die Kleine sieht wahnsinnig niedlich aus. Kann man wohl sagen. Entschuldigt, Jungs, wollten wir nicht die Leute hier ausbilden? Könnten wir wieder weitermachen? Oh, die rennt ja für zwei. Als ob sie fliegen könnte. Sie ist wirklich schneller als alle anderen. 25, ein neuer Rekord. Das war echt gut. Danke. Es war lustig. Und es war ja nun nicht gerade schwer. Hm, gar nicht übel. Und sehr flink, muss man zugeben. Aber ich kann das in 20. Aha. In nur 20? Aha. Ach komm, Angus, du bist doch doppelt so stark wie sie. Ja. Wieso rennst du den Kurs dann nicht in 12? Wieso renne ich den Kurs nicht in 12? Mhm. Ja. Na schön. 12 Zähler sollen es sein. Ich wünsche dir viel Glück, das wird er brauchen. Fertig? Los! 41. Diese kleine Locke von Deirdres Haar wird sie zu mir bringen. Die Magie erreicht alles. Sind beide wieder vereinigt, so ist Deirdre in meiner Gewalt. Sie wird zu meiner Gefangenen, in meinen Kerkern. Hast du vorhin nicht sowieso gesagt, du wolltest mal wieder baden, Angus? Das ist nicht witzig! Angus, wenn du schon mal da drin bist, soll ich dir Seife bringen? Dann werden wir es einnehmen und zerstören. Meine Königin, die haben wir vor dem Schloss so aufgegriffen. Bleib ruhig, Torg. Sie ist so harmlos wie ein Vögelchen. Steckt sie in einen Käfig. Wie ihr befehlt. Knebelt und fesselt sie, bevor ihr die Zelle verschließt.
Womöglich ruft sie sonst noch ihre mystische Rüstung. Das wollen wir nicht. Binde sie richtig fest. Obwohl der Zauber, den ich auf sie gelegt habe, sehr mächtig ist, so dauert er doch nicht lange an. Versuch doch mal, deine mystische Rüstung zu rufen, Prinzessin. Hallo. Was machst du denn hier? Ich hab dich gesucht. Und wir haben uns noch nie vorher gesehen? Du hast irgendwas an dir, das... Ja? Ich weiß auch nicht. Hast du irgendwas? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich so schwach und trieselig. Hast du heute schon was gegessen? Gegessen? Bist du verrückt? Du kannst nicht den ganzen Tag herumrennen, ohne was zu essen. Da fühlt man sich schwach. Ich hätte nie gedacht, dass so viel zu beachten ist. Wie? Was zu beachten? Wenn man ein Mensch ist. Ich meine... Du fantasierst ja schon. Geh nach hinten in die Küche und hol dir was zu essen. Sag ihnen, ich hätte dich geschickt. Ich würde dich ja hinbringen, nur muss ich Deirdre suchen gehen. Wird sie vermisst? Ja. Meine Feenfreundin Aidin wäre mir jetzt eine große Hilfe, aber die finde ich auch nirgends. Ich kann dir helfen, oder? Was willst du von einer Fee erwarten? Die ist doch so winzig. Oh nein. Feen sind wundervoll. Und vor allem Aidin. Sie würde auf der Stelle losfliegen und ganz schnell rauskriegen, wo Deirdre sich rumtreibt. Ich bin schnell, wie du weißt. Solange ich in der Nähe bin, wirst du keine Fee mehr brauchen. Nein, das verstehst du nicht. Aidin ist meine Freundin. Sie ist mutig und sie ist schlau. Und sie weiß, was sie will. Außerdem steckt sie voller Magie. Gegen sie erscheinen Menschen fast langweilig. Ich möchte wissen, wo sie ist. Was habe ich getan? So bin ich für dich gänzlich nutzlos. Das könnte man so sagen. Hol dir was zu essen und ruh dich ein wenig aus. Da bist du ja. Wir sollen alle beim König erscheinen. Und warum stehen wir hier dann noch rum? Los! Was Neues von meiner Tochter? Nichts, mein König. Ich habe deine Tochter, Konoha. Wenn du sie wiederhaben willst, so muss sich Kelts ergeben. Du und die mystischen Ritter, ihr werdet verbannt in alle Ewigkeit. Maeve hat Deirdre gefangen? Wie ist das möglich? Jetzt wird es mir klar. Hier, das ist Deirdres Stab. Seht ihr den Staub an dem Griff? Das sieht mir ganz nach Zauberstaub aus, der irgendwie über Deirdre geworfen worden ist. So hat Maeve sie zu sich in die Falle gelockt. Aber was braucht man, um so einen Zauberstaub herzustellen? Etwas von der Person. Fingernägel, Augenwimpern. Oder eine Haarlocke von ihr. Ich bin schuld an Deirdres Gefangennahme. Ich war so selbstsüchtig. Dafür muss ich die Prinzessin allein befreien. Wir werden sofort nach Temra aufbrechen. Wir beeilen uns. Sie wird mit euch zu Abend essen. Verzeiht, mein König. Ihr befahlt einen Bericht von der Front, sobald ich hier eintreffe. Und irgendwas Neues? Temra versammelt seine Soldaten an der Nordgrenze. Erst waren es 20 Soldaten, dann 50. Doch schon bald waren es Hunderte. Ich habe noch nie so viele auf einem Haufen gesehen. Die werden sicher angreifen. Rowan, du holst mir meine Tochter zurück. Angus und Ivar, ganz Kells verlässt sich auf euch. Geht mit diesem Mann zurück an die Front. Man braucht euch dort mit Sicherheit. Wie ihr wünscht. Keine Sorge. Ich bringe Deirdre zurück. Schon bald kämpfen wir wieder zusammen. Hilfe! Hier ist alles ruhig. Bis auf die Prinzessin. Das Prisma. Deirdre, da bist du ja. Geht es dir gut? Danke. Du bist doch das Mädchen aus dem Schlosshof. Was machst du hier? Ich komme, um dich zu befreien. Allein? Du bist mutiger als so mancher Krieger. Deirdre! Wo kannst du nur sein? Schnell, gib mir meine Armbrust.
dem Weg. Wachen! Wir haben Besuch bekommen! Luft über mir! Da! Hol dir die Königin! Ergib dich! Wenn sich hier irgendjemand ergibt, dann bist das du! Du und deine Waffe gegen mich? Ja. Das ist nicht gerade fair, finde ich. Warum besorgst du dir auch keine Rüstung? Machen wir doch daraus einen Kampf zwischen Königinnen. Ich gegen dich. Komm, ich lege mein Zepter hin und du deine Armbrust. Vorsicht, Deirdre! Einer wie der darf man nicht trauen, glaub mir! Kannst du denn mit einem Langschwert umgehen? Warum legst du, kleine Verliererin, auch deine Armbrust weg? Ja. Wachen! Nehmt ihre Armbrust, bevor sie es tut! Deirdre, hier! Weg, deine Arme ist gefährlich! Sucht ihr vielleicht das hier? Gib mir das wieder. Sofort! Erst macht mich wieder zur Fee. Ich dachte, dir gefällt deine neue Größe. Ein Mensch zu sein ist viel anstrengender, als man es erwartet. Dein Rowan wird sich doch nicht für eine armselige kleine Fee interessieren. Rowan findet Feen wundervoll. Ganz besonders mich. Wollt ihr nun das Prisma oder nicht? Gut, nur erwarte nicht, dass ich dir je wieder einen Gefallen tue. Ich bin wieder ich! Gib das Prisma her! Nun mach schon! Hier ist es! Greif zu! Oh, das tut mir leid, wirklich. Scheint, als wäre das zu viel des Guten gewesen. Bei Dakta, ich habe mich schon wieder verlaufen. Wir sehen uns wieder, Prinzessin. Deirdre! Deirdre, du bist frei! Was hast du erwartet? Keine Dame in Not, die du retten müsstest. Enttäusche ich meinen Helden? Sie ist spurlos verschwunden. Ich möchte wissen, wo sie sich rumtreibt. Hallo, mystische Ritter! Aidin, ich habe dich überall gesucht. Hast du mich vermisst? Mehr, als du dir vorstellen kannst. Ich bin klein, aber ich habe große Vorstellungskraft. Wo bist du gewesen? In Tiernanook. Irgendwas passiert, während ich weg war? Wo fangen wir an zu erzählen? Angus und ich mussten es mit 1000 Temra-Kriegern aufnehmen, mehr als man je gesehen hat. Doch dann haben wir die Rüstung gerufen. Und wie es gerade losgehen sollte, da flung, da waren die Jungs verschwunden. Das Mädchen, das mich bei Maeve gerettet hat, ist auch weg. Und das Beste ist, ich kenne nicht mal ihren Namen. Ich hätte mich gern bei ihr bedankt. Ehrlich, die war mutiger als alle Männer, die ich kenne. Und konnte mit dem Langschwert umgehen. Wirklich? Oh, du hättest sie mal sehen sollen. Ohne Furcht hat sie sich in Maeves Schloss geschlichen und mich gerettet. Sie war erstaunlich. Sie scheint was ganz Besonderes zu sein. Ich wäre ja vor ihr da gewesen, nur ich habe den Weg nicht gefunden. Ach wirklich? Die Kleine hatte damit kein Problem. Also schön, ich geb's zu. Sie war eine gute Kämpferin. Was ist denn mit der los?